Ich habe versucht, meine Vergangenheit zu verdrängen. Doch die Bilder kamen immer wieder, Tag und Nacht, sodass ich nicht einmal mehr schlafen konnte. Da ich nicht vergessen konnte, fing ich an, mich zu erinnern und zu schreiben. Über meine Haft in Evin, dem Gefängnis in Teheran, das wegen der politischen Gefangenen zu trauriger Berühmtheit gekommen ist. Über die Folter, den Schmerz und den Tod. Und ich verstand Stück für Stück, dass ich eine Verpflichtung habe, davon zu erzählen, im Namen der Wahrheit. Marina Nemat ist Christin und kommt aus dem Iran. Sie wurde mit 16 zum Tode verurteilt und musste deshalb 1990 aus ihrem Heimatland fliehen. Sie ist heute verheiratet, hat zwei Kinder und wird uns ihr Zeugnis geben. Sie arbeitet ihre Geschichte und die ihres Landes auf und zeigt dabei, dass die Entscheidung für Gerechtigkeit und Vergebung eine befreiende Kraft ist. Meine Festnahme war am 15. Januar 1982. Ich war damals 16 Jahre alt. Ich war zu Hause und wollte gerade baden. Es war zwischen 9 und 10 Uhr abends, als es an der Tür klingelte. Meine Mutter rief mich und am Klang ihrer Stimme erkannte ich, dass etwas nicht stimmte. Als ich die Badezimmertür öffnete, wurden zwei Pistolen vor mein Gesicht gehalten. Die Leute fragen mich immer, ob ich damals Angst gehabt hätte. Nein. In einer solchen Situation ist man in einem Schockzustand. Und der ist wie eine Rüstung. Man zieht sie an und die Gefühle berühren einen nicht mehr. Ich habe also keine Angst gespürt. Mein Vater und meine Mutter weinten. Doch ich sagte mir, warum weinen Sie? Es ist doch nicht so schlimm. Ich werde doch nur festgenommen. Alles ist in Ordnung. Die Wärter brachten mich zu einem Auto und fuhren mich zum Evin-Gefängnis. Das ist ein sehr großes Gefängnis für politische Häftlinge im Norden von Teheran. Es wurde zur Zeit des Schahs gebaut und hätte nach dem Sturz des Schahs eigentlich ein Museum werden müssen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Marina Nemat kommt am 22. April 1965 zur Welt. Damals ist Mohammad Reza Shah Pahlavi Shah von Iran. Seit 1941 herrscht er als despotischer und pro-westlicher König über das Land. Eine schreckliche Geheimpolizei, der Savak, verfolgt alle, die den Schah und seine Regierung kritisierten. Sie werden festgenommen, gefoltert und hingerichtet. In ihrem Buch »Ich bitte nicht um mein Leben« erzählt Marina Nemat. Der Schah behält die Erlöse aus dem Öl für sich und baut damit Paläste oder veranstaltet riesige Empfänge. 4 Monate vor meiner Geburt wird der Premierminister Hassan Ali Mansur von Anhängern des Führers der islamischen Fundamentalisten Ayatollah Khomeini ermordet. Der Ayatollah will im Iran einen schiitischen Gottesstaat aufbauen. »1964 wird Ayatollah Khomeini ins Exil verbannt, da er religiösen Widerstand gegen den Schah leistet. Seine Propaganda gegen den Schah führt er jedoch aus dem Ausland weiter und stößt damit immer mehr auf positive Resonanz in der iranischen Gesellschaft. Während meiner Kindheit gehörte meine Familie zur Mittelschicht. Mein Vater war Tanzlehrer. Er brachte muslimischen Paaren bei, Tango zu tanzen.
Meine Mutter war Friseurin. Ihre Aufgabe war also, Frauen zu einem schöneren Aussehen zu verhelfen. Während der Herrschaft des Schahs hatte ich nie das Gefühl, als Christin irgendwie anders zu sein. Als ich geboren wurde, war der Minirock im Trend. 90% der Frauen in meiner Straße, die meisten von ihnen Musliminnen, trugen Miniröcke und eng anliegende T-Shirts. Damals gab es im Iran unterschiedliche Religionen. 98% waren Muslime. Die restlichen 2% verteilten sich auf Zoroastrier, Christen, Bahai und Juden. Es gab auch eine große armenische und assyrische Gemeinschaft. Ich ging auf eine zoroastrische Mädchenschule. Der Zoroastrismus ist eine schöne Religion. Er war die Religion Persiens vor dem Angriff durch die Araber im 7. Jahrhundert. Ich ging in diese Schule, weil sie in der Nähe war, und die katholische Schule war sehr weit entfernt. Während ihrer Kindheit gehen Marina, ihre Familie und ihre Freunde jeden Sommer in ein Ferienhaus, in die kleine Stadt Gazian am Kaspischen Meer. Diese 2 Monate verbrachte ich mit Radfahren, Baden oder beim Spielen mit den anderen Kindern. Es war eine riesige Freiheit. Ich kam nur nach Hause, um zu essen und zu schlafen. Jeden Morgen sagte ich das Vaterunser auf, so wie es mir meine Großmutter beigebracht hatte. Um zu beten, setzte ich mich auf einen großen Felsen, der mit Moos bedeckt war. Ich nannte diesen besonderen Ort den Gebetsfelsen. Ich las viel Jane Austen, Ernest Hemingway und C.S. Lewis, aber auch viel persische Poesie. In der Schule lernten wir Englisch und im Fernsehen sahen wir westliche Sendungen. Ich wollte Ärztin werden. Frauen konnten im Iran ihren Beruf frei wählen. Es gab also Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wenn eine Frau den Hijab tragen wollte, dann konnte sie das. Und wenn nicht, dann war sie dazu nicht gezwungen. In diesem Sinne gab es persönliche Freiheiten im Iran. 1978 war ein schöner Sommer. Doch als wir aus den Ferien zurückkamen, stand ein Panzer vor unserer Haustür. Am Anfang dachten wir, dass nur ein Film gedreht werden würde. Doch es war kein Film. Es war sich mit wütenden Demonstranten, die nach Freiheit und Demokratie schrien. Ich betrachtete das Geschehen aus dem Fenster. Ich war zu jung, um draußen zu sein. Ich war erst 13. Wegen all dem verließ der Schah nach einigen Monaten das Land. Am 16. Januar 1979 zwingt das Volk den Schah zur Machtaufgabe und zum Verlassen des Landes. Ayatollah Khomeini kommt am 1. Februar 1979 aus dem Exil zurück und wird in Teheran triumphal empfangen. Er errichtet eine islamisch-nationalistische, antikapitalistische, antizionistische und antiimperialistische Republik, deren Gesetze sich an der Scharia orientieren.
Sie müssen verstehen, dass die Idee des Islamismus, also der Islam, nicht als Religion, sondern als politische Bewegung, diese Idee war damals völlig neu. 1978 bis 1979 hat Khomeini eine ganz neue Art des Islams geschaffen, und zwar eine Ordnung, die mehr politischer als religiöser Natur war. Damals war für die Mehrheit der Menschen im Iran die Religion ein Lebensstil, besonders für die, die auf dem Land lebten und kaum lesen und schreiben konnten. Und Ayatollah Khomeini schaffte es, mit dem Analphabeten zu kommunizieren, indem er die Ideen der Religion benutzte. Als die extreme Linke und die extreme Rechte das sahen, sagten sie sich, okay, wir werden Khomeini unterstützen. Wir werden zunächst alle zusammenarbeiten und wenn wir den Schah erstmal los sind, werden wir versuchen, einen Weg zu finden, um zu Freiheit und Demokratie zu kommen. Und deswegen haben sie Khomeini auf der Straße unterstützt und eine islamische Republik gefordert. Denn Khomeini hatte den Leuten gesagt, dass eine islamische Republik eine demokratische Gesellschaft sei. Die Menschen hatten ihm geglaubt, weil er vorgab, ein Mann Gottes zu sein. Alle meinten, es ist nicht möglich, dass er lügt, weil er ein Mann Gottes ist. Am 11. Februar 1979 wird Khomeini oberster Geistlicher des Iran. Das ganze Volk glaubt an eine bessere Zukunft und an Demokratie. Doch im Laufe des Schuljahres 1979-80 gewann ich den Eindruck, dass das Land zunehmend in Aufklärungsfeindlichkeit versank. Die Zeichen erschienen überall. Es gibt immer Zeichen, aber man ignoriert sie. Bücher wurden illegal. Alle Bücher auf Englisch oder in einer anderen Fremdsprache wurden verboten. Tanzen wurde illegal. Mein Vater musste seine Tanzschule schließen und in einer Fabrik arbeiten. Meine Mutter musste ebenfalls ihren Salon schließen, da sie keine Kunden mehr hatte. Und man wurde festgenommen, wenn man kein Kopftuch trug oder keine weite Jacke und dunkle Farben. Mädchen und Jungs durften nicht mehr gemeinsam ausgehen, sonst wurden sie festgenommen. Und so haben wir langsam nicht nur die Freiheiten, die wir durch die Revolution gewonnen hatten, verloren, sondern auch die persönlichen Freiheiten, die wir bereits vorher hatten. Die Schule, die früher sehr viel für mich bedeutete, wurde zur Hölle. Junge, unerfahrene und fanatische Lehrerinnen ersetzten nach und nach die meisten unserer früheren Lehrkräfte. Sie verbrachten die meiste Zeit damit, Propaganda für die islamistische Regierung zu machen und versicherten uns, dass der Islam gegen den westlichen Einfluss und gegen die Korruption kämpfte. Tag für Tag merkte ich, wie Wut und Frustration in mir aufstiegen. Und wenn man Ende 1980 um sich schaute, war nichts mehr übrig. Am 15. Januar 1982 wird Marina in das Evin-Gefängnis gebracht. Die nicht enden wollenden Gänge sind vom Gestank von Schweiß und Erbrochenen erfüllt. Ich höre brüllende Stimmen, Schreie und Peitschenhiebe, wie in einem Albtraum. Mir wurden die Augen verbunden. Sie verbinden allen die Augen. Und achten Sie bitte auf die Gegenwartsform, in der ich spreche. Evin ist in dem Moment, in dem wir miteinander reden, in Betrieb. Es hat zurzeit 6.000 Inhaftierte.
Das ist nicht Geschichte, es ist Realität. Das findet heute noch statt. Man brachte mich zum Vernehmungsbeamten. Ich redete mir ein, dass sie überhaupt keinen Grund haben, mich zu foltern. Ich verheimliche nichts, was ihnen nützlich sein könnte. Ich gehöre auch keiner politischen Gruppe an. Er hat mir Fragen gestellt. Hast du gegen die Regierung gehandelt? Hast du Artikel gegen die Regierung geschrieben? Ich war damals 16. Meine Großmutter war eine gütige Frau, die mich immer in die Kirche mitnahm. Sie hatte mir beigebracht, wenn du keine Probleme haben willst, dann sage die Wahrheit. Ich sagte also die Wahrheit. Ja, ich habe Artikel gegen die Regierung geschrieben. Und das hatte ich tatsächlich getan. Dann fragte man mich, hast du an Demonstrationen teilgenommen? Ich bejahte. Das war auch kein Geheimnis. Ich habe an Demonstrationen in meinem eigenen Stadtviertel teilgenommen. Alle Demonstrationen, auf denen ich war, und das waren viele, wurden von den Revolutionsgarden angegriffen. Man schoss auf die Menschen. Es gab immer Tränengas. Viele wurden geschlagen. Und wir protestierten weiter. Doch das Problem ist, dass die Welt es nicht gehört hat. Damals gab es noch kein Internet, kein YouTube, keine Handys. Die Welt hat also nichts gesehen. Auch die Journalisten aus dem Ausland mussten den Iran verlassen. Der Iran wurde zu einem großen Gefängnis. Seit September 1980 ist der Iran außerdem im Krieg gegen den Irak. Man ermutigt alle gesunden Männer, für das Vaterland zu kämpfen. Schließlich, so meinte die Regierung, ist ein Märtyrer zu werden das sicherste und rascheste Mittel, um ins Paradies zu gelangen. Wir führten den Krieg des Guten gegen das Böse. Zu jener Zeit war die Folter gängige Praxis im Gefängnis von Evin. 99% der Gefangenen wurden gefoltert und viele unter ihnen schwer. Sie folterten die Gefangenen so lange, bis sie den Eindruck hatten, dass sie gebrochen waren. Und wenn sie zu viel Widerstand gezeigt hatten, wurden sie exekutiert. Das hat Marina durchlebt. Sie wurde gefoltert und mit 16 Jahren zum Tode verurteilt. Doch in der Nacht ihrer Exekution, als sie schon mit 4 anderen Jugendlichen am Pfosten angebunden ist, kommt ihr Gefängniswärter namens Ali herbeigerannt, um sie dem Hinrichtungskommando zu entreißen. Er hat von Ayatollah Khomeini die Begnadigung erhalten. Anstatt des Todesurteils steht ihnen nun lebenslange Haft bevor. Was würde mir geschehen? Warum hatte er mich dem Hinrichtungskommando entrissen? Ich hatte keine Ahnung. Alles, was ich tun konnte, war beten, Gott anflehen, mich zu retten. Ich wurde mit Hunderten von anderen jungen Mädchen, die mehrheitlich unter 20 waren, in Zellen gebracht. Zur Zeit des Schah kamen etwa 5 oder 6 Gefangene auf eine Zelle. Als ich da war, waren es 50, 60, ja 70 in einer kleinen Zelle. Auf 300 Personen kam eine Toilette. Da verbrachte man wirklich sein Leben damit, Schlange zu stehen, um zur Toilette zu gehen. Und während dieser Zeit wurden Namen über den Lautsprecher ausgerufen. Jedes Mal 5 oder 10 Namen. Viele der aufgerufenen Personen wurden gefoltert oder man sah sie nie wieder, weil sie hingerichtet wurden. Das Zimmer musste um 7 Uhr morgens gereinigt werden. Thank you.
Es versetzte mich in Panik, mein ganzes Leben in Evin bleiben zu müssen. Ich dachte die ganze Zeit an André, den ich eines Tages in der Kirche getroffen hatte. Angesichts der Perspektive meines eigenen Todes wusste ich von nun an, dass ich in ihn verliebt war. Er war meine einzige Hoffnung. Es war für ihn, dass ich durchhielt. Am 1. Mai 1982 wurden 5 Mädchen aus meiner Zelle aufgerufen, um hingerichtet zu werden. Ich konnte schreien, mir den Kopf gegen die Wand schlagen. Nichts konnte sie retten. Niemand aus der Zelle sprach ein Wort an dem Tag. Wir verharrten in der Stille, als ob sie fähig wäre, das Leben zu bewahren, ein Wunder zu erwirken. Wir beteten. Ich wurde ungefähr 6 Monate nach meiner Verhaftung gerufen. Man brachte mich in das Gebäude, in dem sie uns verhörten. Mein Vernehmer war da. Er hieß Ali. Er sprach sehr deutlich aus, was er mir sagen wollte. Er sagte zu mir: Hör zu, du wurdest zum Tod verurteilt. Ich habe deine Strafe in lebenslange Haft umgewandelt. Du wirst dein ganzes Leben hier verbringen. Deshalb will ich, dass du mich heiratest und meine Frau wirst. Und wenn du das nicht machst, werde ich deine Mutter, deinen Vater und deinen Freund verhaften. Ist das klar? Es war klar. Ich hatte meine Eltern und André in Gefahr gebracht. Ich musste alles tun, was in meiner Macht stand, um sie zu beschützen. Ich hatte keine Möglichkeit zu entkommen. Ich sagte: Okay, ich akzeptiere dich zu heiraten. Ich werde alles tun, was du verlangst, aber verhafte meine Familie nicht. So bin ich seine Frau geworden. Und ich habe ihn gebeten, mich von den anderen zu isolieren. Denn ich konnte mich nicht dem Blick meiner Freundinnen im Gefängnis aussetzen. Was hätte ich meinen Freundinnen sagen sollen? Dass ich in der vorigen Nacht mit meinem Wärter geschlafen hatte? Ich glaube nicht. Das ist diese Art von Scham, die man nicht ertragen will. Wenn man vergewaltigt wurde, worauf kann man dann stolz sein? Auf nichts. Für diese Heirat war ich gezwungen, zum Islam überzutreten. Das Wort Verräterin hallt in meinem Kopf wieder. Sie werden mich hassen, meine Eltern, André, die Priester, meine Freunde. Und du, Herr? Hast du mich auch? Nein, ich glaube nicht. Wer bin ich, um zu wissen, was ich denken soll? Der Tod hat mich nicht gewollt. Jesus wurde gefoltert und ist gestorben unter schrecklichen Leiden. Ich hatte es nicht nötig, mich zu erklären vor ihm. Er wusste es. Dieser Mann brachte mich kurz nach draußen, um seine Familie zu besuchen. Ich bin dahin gegangen in der Überzeugung, dass seine Mutter ein schlechter Mensch sei. Und dann sah ich diese kleine Frau, die mich beim Arm nahm und in die Küche führte. In wenigen Augenblicken hatte sie alles, was im Kühlschrank war, auf den Tisch gelegt. Sie sagte zu mir: Essen Sie, Sie sehen ausgehungert aus. Sie hat mich menschlich behandelt. Und zum ersten Mal seit Monaten fühlte ich, dass ich ein Mensch war, dank dieser Frau. Und wer war diese Frau? Die Mutter eines Folterers. Sie hat mir erzählt, dass Ali, mein Ehemann und mein Peiniger, unter dem Regime des Schah 3 Jahre lang ein politischer Gefangener im Gefängnis von Evin war, dass er während dieser 3 Jahre grausam gefoltert wurde. Das hat für mich alles verändert.
Während ich isoliert war, habe ich viel Zeit gehabt, über all dies nachzudenken. Und ich habe verstanden, dass sich die Situation für Ali von einem Tag auf den anderen verändert hatte. Die Revolution brach aus, er wurde freigelassen und in jenem Moment hat ihm jemand eine Eisenstange in die Hand gedrückt und gesagt, räche dich. Und er hat Ja dazu gesagt. Es ist nicht so, dass ein Folterer heute kein Opfer gestern gewesen ist oder dass er nicht morgen das Opfer wäre. Während ich also im Evin-Gefängnis in Einzelhaft saß, habe ich begriffen, dass sich auch für mich die Situation eines Tages ändern würde. In Evin haben sie mich gefoltert, haben mich vergewaltigt, haben mich gezwungen, zum Islam überzutreten und sie haben selbst meinen Namen geändert. Es war nichts mehr übrig, wenn man genau hinsah, nichts mehr. Aber trotzdem, trotz allem, hat man die Wahl. Ich konnte Ja sagen, zu dieser Aufhetzung Rache zu nehmen, indem ich auf andere Menschen losgehe. Oder ich konnte Nein sagen. Und ich habe mich entschieden, Nein zu sagen, was immer auch geschieht. Und ich habe verstanden, dass es einen großen Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rache gibt. Die Rache ist unmittelbar, rasch und sie zerstört. Die Gerechtigkeit braucht Zeit. Sie dauert das ganze Leben und verlangt viel Geduld. Dieser Mann, den ich zu heiraten gezwungen worden war, wurde durch eine regierungsfeindliche Gruppe ermordet und seine Familie hat für meine Befreiung gekämpft. Der Staatsanwalt von Teheran wollte mich mit einem anderen Wärter verheiraten, aber sie stellten sich dem entgegen. Sie sagten, nein, sie kehrt nach Hause zurück. Sie haben ihren Einfluss geltend gemacht und haben mich aus dem Gefängnis geholt. 2 Jahre, 2 Monate und 12 Tage nach meiner Verhaftung. Am 26. März 1984 kam ich aus Evin heraus. Wenn ein Gefangener freigelassen wurde, musste seine Familie in einem Park 2 Kilometer vom Gefängnis entfernt auf ihn warten. Ich wusste nicht, was ich meinen Eltern sagen würde. Ich fragte mich, wie ich die Worte finden und wie erzählen sollte. Ich saß am Tisch mit meinen Eltern, Verwandten, einigen Freunden und meinem Freund André. Es waren 2 Jahre, 2 Monate und 12 Tage vergangen, seit ich gegangen war, und während des Essens sprachen sie über das Wetter. Da habe ich sie angeschaut und gedacht, es ist eine sehr gute Idee, vom Wetter zu reden. Es ist sehr viel einfacher, über das Wetter zu reden, als über Folter oder Vergewaltigung oder den Tod seiner besten Freunde. Wenn man so tut, als sei nichts passiert, wird es vielleicht verschwinden. Ich und meine Familie und ich glaube, das ganze Volk im Iran haben das Spiel des Vergessens gespielt und spielen es noch. Wenn man nicht erkennt, dass etwas nicht stimmt, braucht man keine Verantwortung dafür zu übernehmen. Niemand will die Verantwortung übernehmen. Und so besteht die Situation weiter wie bisher. Auch jetzt noch, in diesem Moment. Sobald ich aus dem Gefängnis heraus war, bin ich in meine Kirche zurückgekehrt. Ich habe gebeichtet. Ich habe meinen Freund geheiratet, was mich in den Augen des Islam definitiv verdammt hat. Denn wenn man sich einmal zum Islam bekehrt hat, kann man nicht mehr zurück. Ich wusste genau, dass diese Heirat mein Todesurteil bedeuten könnte. Aber alles, was jetzt für mich zählte, war, im Einklang mit mir selbst zu leben. Ich heiratete den Mann, den ich liebte. Selbst wenn ich dadurch erneute Haft riskierte und mein Leben aufs Spiel setzte.
Wir sind 1990 aus dem Iran geflohen. Wir sind zuerst in Spanien gelandet, danach in Ungarn und schließlich in Kanada. Fast 20 Jahre lang habe ich versucht, normal zu sein. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe mir eine Identität geschaffen, die einer normalen kanadischen Frau, was eine große Lüge war. Aber es ist unglaublich, wie die Vergangenheit einen immer wieder einholt. Wir haben meine Eltern zu uns nach Kanada geholt. Meine Mutter wurde krank, sie hatte Krebs. Ich saß an ihrem Bett im Krankenhaus und hätte sie gerne gefragt, warum sie mir nie Fragen zum Gefängnis gestellt hat. Denn das haben sie nie getan. Aber ich konnte nicht, weil sie so litt und ich wollte ihr nicht noch mehr Leid hinzufügen. Und sie ist gestorben. Und nach der Beerdigung stand ich vor meinem Papa. Er hat mich angeschaut und gesagt, Marina, deine Mutter hat dir vor ihrem Tod verziehen. Ich wusste, er wollte mir sagen, dass meine Mutter mir vergeben hatte, inhaftiert gewesen zu sein und so viel Leid über meine Familie gebracht zu haben. Und mir wurde klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Es musste aufhören, dass ich mich selbst und meine Umgebung belog. Dass ich anfangen musste, die Wahrheit darüber, wer ich bin, zu leben, auch wenn ich sie überhaupt nicht mag. Also habe ich angefangen zu schreiben und ich habe mich entschieden, Zeugnis abzulegen. Und die einzige Weise, der Tatsache, dass ich lebendig bin, einen Sinn zu geben, ist wahr zu sein in dem, was ich zu tun habe, die Erinnerung zu tragen. Heute haben Marina Nemat und ihr Mann André zwei Kinder und leben immer noch in Toronto. Bis heute reist Marina um die Welt, um Zeugnis zu geben für die Wahrheit und die Kraft der Vergebung. Wenn ich nicht vergeben hätte, wäre es mir unmöglich, Zeugnis zu geben. Die Wut und der Hass sind sehr negative Gefühle, welche die Leute einsperren. Jemand, der wütend ist und voller Hass, kann kein Zeugnis ablegen. Ich habe all denen vergeben, die mir Unrecht getan haben, auf welche Art auch immer. Aber ich habe nicht das Recht, Vergebung zuzusprechen für das, was sie anderen angetan haben. Das steht außerhalb meines Vermögens. Die beiden Personen, die mich gefoltert und mir Leid zugefügt haben, sind tot. Aber wenn zum Beispiel Ali noch lebendig wäre, würde ich darauf dringen, dass er vor Gericht kommt. Nicht für das, was er mir angetan hat, sondern ich würde darauf dringen, dass ihm der Prozess gemacht wird, weil jede Person, die wegen ihm gelitten hat, das Recht hat, aussagen zu können, wie sie es wünscht, nach ihrer Entscheidung. Die Vergebung ist ein Weg, der lange dauern kann, manchmal das ganze Leben. Seit Dezember 2010 erleben zahlreiche arabische Länder innere Umbrüche durch Revolutionen auf den Straßen. Die Demonstranten wollen Demokratie, fordern, dass der Wohlstand geteilt wird, damit ihnen bessere Lebensbedingungen, Arbeitsplätze und ihre Würde gesichert werden. Viele Diktatoren waren gezwungen, die Macht abzugeben. Das wird als arabischer Frühling bezeichnet. Was sie heute den arabischen Frühling nennen, ist nicht der arabische Frühling. Es ist eine Bewegung, die mit der Revolution im Iran begonnen hat.
Wenn Sie die Ereignisse in Ägypten mit denen im Iran vergleichen, den Schah mit Hosni Mubarak, so ist die Situation sehr ähnlich. Vor 30 Jahren hat eine Bewegung im Iran begonnen und heute breitet sie sich aus. Die Diktatoren, die durch die westlichen Regierungen gestützt wurden, fallen. Und dies ist unvermeidlich. Die Diktaturen fallen, weil ihr Fundament verfault ist und einstürzt. Aber führen alle Revolutionen zur Demokratie? Nein. Und es wäre sehr naiv zu glauben, dass man dem Nahen Osten helfen kann, die Demokratie zu verwirklichen, ohne den Islam und den Islamismus zu verstehen, den Unterschied zwischen den beiden und die Probleme, die sie stellen. Diese neue Idee des islamischen Fundamentalismus in Form des politischen Islam, ich nenne ihn Islamismus, hat ihre neue Existenzphase mit Ayatollah Khomeini begonnen. Ich denke, was sich im Iran gezeigt hat, aber nicht nur im Iran, auch in Saudi-Arabien, in Afghanistan, in Pakistan und in vielen anderen Ländern, ist, dass wenn man Religion und Politik vermischt und wenn man die Religion als Gesetz gebraucht, als Unterdrückungsinstrument mit einer Gruppe, die Macht hat über eine andere, dann funktioniert das nicht, weil sie einen Unterdrücker und einen Unterdrückten haben. Die Ideen von Khomeini im Iran waren prächtig. Sie sprachen von Freiheit und Demokratie für alle. In Wirklichkeit hat es sich gezeigt, dass es nicht funktionierte. Warum? Weil es die Welt entzweit hat zwischen uns und ihnen. Sie können die Welt nicht in zwei Gruppen teilen und zur Demokratie gelangen. Das geht nicht. Ich denke, der Iran hat eine Lektion gelernt. Und ich hoffe, dass der Rest der Welt diese Lektion beachten wird. Und dass die Leute im Iran letztendlich auch die Gelegenheit haben werden, aus dieser Lektion Nutzen zu ziehen. Ein System zu entwickeln, das nicht auf der Religion basiert, sondern das alle Religionen, alle Völker, alle ethnischen Gruppen respektiert. Diesen Monat können wir für die Zukunft aller Länder im Nahen Osten beten. Insbesondere für alle Christen, die in diesen Ländern leben. Auf dass sie den Mut und die Kraft haben, um ihr Leben für die Gerechtigkeit und die Wahrheit zu geben. Die Rede des Monats ist im Evangelium nach Johannes, Kapitel 12, Vers 24. Jesus sagt: Ja, ich versichere euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viele neue Körner hervorbringen.